Leute, ihr wisst das nicht, aber ich fliege nach L.A. Es ist schon alles gepackt, ein Freund holt uns jetzt dann auch gleich von hier ab. Das Ding ist nur, der Freund, der uns abholt, ist Philipp. Ich komme! Hallo! Ist das der Semmel-Lieferant? Hallo Philipp, hier sind Semmel! Hallo Semmel! Danke! So, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich mit Philipp in der Schule war. Und er hat mich jeden Morgen abgeholt, um in die Schule zu fahren mit dem Auto. Das hat aber nicht geklappt, solange ich ihn nicht angerufen habe und aufgeweckt habe. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt auch bei ihm machen. Ich wollte gerade sagen, bitte ruf ihn an. Ja. Weil sonst kommen wir eventuell nicht zum Flughafen. Hallo? Hallo, bist du wach? Ja, ich putze gerade Zähne. Ach so, okay, cool. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss! Nicht auf die Kante stellen. Okay, toll, das ist eine ganz gute Seite. Das war gerade eben tatsächlich echt interessant. Bei der Sicherheitskontrolle gibt es jetzt auch so ein krasses Gerät. Da musst du nichts mehr aus deinem Rucksack rausholen, weil ich habe mir zum Beispiel auch gedacht, boah, richtig stressig mit meiner Kamera. Also mit meinen zwei Kameras und dann noch meinem Laptop. Und ich habe irgendwie so 200 Millionen Technikgeräte, die ich dann immer rausholen muss. Aber das war gerade so entspannt. Und wir sind innerhalb von 10 Minuten, haben wir unser Gepäck abgegeben, sind durch die Sicherheitskontrolle und jetzt hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch die Passkontrolle machen. Aber dann geht's auch schon los. Und was ich hier genau mache, das erkläre ich euch gleich. Über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Der nächste Morgen. Ich habe gestern einfach nicht mehr geschafft, irgendwie noch irgendwas Sinnvolles aus meinem Mund rauszubekommen. Wir sind jetzt im Hotel. Das war jetzt der kurze Überblick über das Zimmer. Und jetzt gehen wir mit Chan. Wir gehen jetzt ein bisschen raus, gucken ein bisschen Downtown an, weil unser Hotel ist in Downtown. Wir wurden auch gestern dann noch abgeholt von einem Fahrer. Der hatte so ein Schild oben und hatte halt meinen Namen da stehen. Und ich so, oh mein Gott, ich fühle mich so wichtig. Ah, ich habe noch gar nicht gesagt, warum wir hier sind. Lasst mich dafür mal ein bisschen ausholen. Das ist mein Schnittprogramm Premiere Pro von Adobe und das ist Chan von Adobe. Chan hat mich gefragt, ob ich zusammen mit Falco, Chan, Rob, Gürel, Martha, Alina und Jay und Aria nach L.A. fliegen möchte auf die Adobe Max. I mean, duh. Like, totally? Like, totally, like, totally. I swear to God. Like, totally, like, do you, like, swear, like, totally, like... Die Adobe Max ist eine Kreativkonferenz, bei der ganz viele neue Produkte von Adobe vorgestellt werden, kreative Menschen aus aller Welt Vorträge und Workshops halten und dabei auch noch extrem inspirierend sind. Und zum Schluss wurden auch noch innovative Technologien vorgestellt, die es in naher Zukunft bald geben wird. Aber ich würde sagen, seht selbst. Und jetzt gucken wir Los Angeles an. Ich mache das jetzt so, weil wir hier mit Adobe sind, also auch mit ganz vielen anderen Creatern, lasse ich sie alle selber vorstellen. Chan, wer bist du? Eigentlich kennt man mich auf deinem Kanal. Chan! Vom Kanal Just Chan. Wie alt bist du? Wo kommst du her? So, ist es dein Ernst? Also ich bin 16, komme aus Los Angeles, Beverly Hills actually. Okay, und du, Nadine? Hi, ich heiße Nadine. Sag mal, machst du so? Nein. Das ist die Schwester von der Annika. Das ist jetzt Tag 1 und wir haben ungefähr schon $100 ausgegeben. Allein hier hochzufahren kostet halt einfach schon so richtig Touri-mäßig $25 pro Person. Aber es lohnt sich wirklich, man sieht halt echt ganz LA und es ist das höchste Gebäude, was es hier gibt. Also, huhu! Don't wake me up, my dreams can never lie. Don't
habe gestern dann einfach nicht mehr gefilmt, weil wir am Abend sind wir noch essen gegangen und das war so ein bisschen so ein Willkommensessen, deswegen wollte ich da nicht so mit der Kamera rumlaufen. Jetzt ist der nächste Tag, also genau gesagt, es ist 6:45 und wir müssen jetzt schnell runter und auch frühstücken, weil wir sonst nicht in die Pressehalle reinkommen. Los geht's! Story of his life. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ja? Nein. Ich hatte meinen Wecker gestellt. Ladies and gentlemen, ich hatte meinen Wecker gestellt. Aber mein Handy war irgendwie sehr leise. Das habe ich auf den Wecker gar nicht gehört. Warum? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich heute nur also zufallsweise aufgewacht. Habe aus dem Fenster geschaut und dachte mir so, es ist relativ hell. Wie viel Uhr haben wir denn? Sollte nicht langsam mein Wecker klingeln? Und ich bin genau dann aufgewacht, als mein Wecker geklingelt hat. Nein. Spontan, stell mal vor, ich hätte verpennt. Und wie fühlen Sie sich jetzt? So much better. Oh, that's like right. so much better, like such an LA thing, like yes. Like totally. I swear to God. Like totally. Like do you like swear like totally like? Ich hab gerade übel gesprochen. Jetzt habe ich gleich 20 Minuten Videomaterial, wie sich Chan und ich einfach nur unterhalten. Ist doch Smexy. Wo hast du den her? Ich muss das jetzt erzählen, bevor ich es vergesse. Auf jeden Fall war ich jetzt bei einem Vortrag von einer, die so Graphic Design macht für Filme und Dinge macht, die man gar nicht weiß, dass es die gibt. Auf jeden Fall so Sachen wie, ich habe es kurz aufgenommen, aber beim Joker hat sie zum Beispiel so Kleinigkeiten gemacht wie die Hospital-Sachen, so diese ganzen Standardsachen, die man aber machen muss, weil man ja nicht Originale benutzen darf zum Beispiel. Darüber hat sie auch geredet, dass sie zum Beispiel das FBI-Logo anders designen mussten, weil das ja auch noch durch diese Copyright-Schleife gehen muss. Also so Sachen, wo man nicht dran denkt, dass es in Filmen gemacht werden muss. Und das war so inspirierend einfach, weil du dann erst merkst, wie viel hinter so einem Film steckt und was Kleinigkeiten ausmachen. Ich kann das alles irgendwie gerade gar nicht so wiedergeben, wie sie das erzählt hat und alles. Ich habe kurze Ausschnitte gemacht, aber mehr auch nicht. Also. Und teilweise denke ich mir auch, dass solche Jobs sind für mich persönlich so viel interessanter als Regisseurjobs so, weil das will jeder machen. Aber so Grafikdesigner für Sachen in einem Film, die auf die eigentlich niemand achtet, aber die trotzdem dazu beitragen, dass der Film so wird, wie der Film ist. Ich finde das so interessant. So, Tag 2. Und dann gehe ich heute auch noch auf Workshops und alles und ich nehme euch überall hin mit. So, tschüss. Okay, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles hier in einen Vlog packen soll, dass es spannend bleibt. Deswegen erzähle ich euch den Rest einfach jetzt in Bildern. Man hat gestern bei diesen kurzen Bildern dann noch ein Stück von der Villa gesehen. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, wie viele Räume es hier gibt und wie krass das hier eigentlich alles aussieht. Und dann ist der Vlog eigentlich auch schon vorbei. Also Küche, Pool, Garten, Wohnzimmer, irgendwas anderes, Prada-Schild, Kühlschrank, Bar, Wein, Chance-Zimmer. Garage. Zimmer
Zimmer 2, 3, 4, 5. Dachterrasse. Das war's und das war's auch mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war irgendwie so ein bisschen inspirierend auch für euch. Mir hat's richtig gut gefallen. Ich habe richtig viel Inspiration gesammelt. Vor allem auch Los Angeles an sich ist einfach schon so eine krass inspirierende City. City, ich bin jetzt nämlich ein Native Speaker. Ja, ich bin total hyper und motiviert, also... Ja! Okay, tschüss!